durch das, dass ich bei einem Autounfall eine Hirnverletzung davongetragen habe, musste ich ins Augenspital in Lausanne eintreten für verschiedene Untersuchungen. Und von dort weg bin ich in die Neurologie gekommen, in Lausanne. Und dort bin ich missbraucht worden für medizinische Versuche, Medikamente, bin vergewaltigt worden und so bin ich reingekommen. Es gibt mehr als eine schlimme Erfahrung. Das eine war, wo sie mit einer Hohlnadel oben, ganz oben an der Wirbelsäule ins Hirn reingegangen sind, Hirnwasser rausgezogen haben und Radioaktivität reingespritzt haben. Das zweite war, wo sie ein Elektromuskulogramm durchs linke Auge gemacht haben. Das war in Basel. Dort sind sie mit zwei Nadeln durchs linke Auge gestochen, in Muskel und in Nerv hinein und haben mit Stromstößen geschaut, was jetzt passiert. Ja, ich bin vergewaltigt worden dort und mit einer anderen Frau zusammen sind wir zur Nacht aus dem Bett geholt worden, im Spital und in unterirdische Gänge gebracht worden. Ich bin schwanger geworden. Was mit der anderen war, weiss ich nicht. Wir haben es versucht zu reden. Mit Ärzten, mit Pflege, mit Anwälten, mit Pfarrer, mit Priester, mit der Polizei. Man hat uns nicht geglaubt, das ist nicht möglich, hat es geheissen. Ich denke, wenn man solche Medikamente für sich macht, wenn man für sich macht mit Elektroschock, mit einer Hirnpunktion, die man eigentlich nicht macht, dann muss ja da das Material vorhanden sein. Es hätte ja auch müssen vorhanden sein, als ich dann beim zweiten Mal, wo dann die Geburt vom Buschi angestanden ist, entführt worden bin in unterirdischen Gängen und durch Folter das Kind auf die Welt gebracht habe. Da müssen ja Sachen vorhanden gewesen sein. Das kann man ja nicht einfach mit nichts machen. Das haben sie ein paar Tage leben lassen und dann haben sie es vor meinen Augen an die Wand geschossen. Haben der eine Mann, der dabei war und das nicht wollte und mich so zusammengeschlagen, misshandelt, dass wir mehr tot als lebendig liegen geblieben sind, habe ich so, weiss nicht wie lange, zwei Tage liegen lassen. Und nachher haben sie vor meinen Augen das Kind verwurstet. Später bin ich dann in einen Raum gekommen, wo einfach ein Schrage war, schräg im Raum. Kein Tageslicht, eine nackte Birne oben an mir, kein Griff an der Türe. Und dort bin ich zwischen 3-4 Wochen festgehalten worden. Das weiss ich nicht. Sie haben sich nicht vorgestellt. Ich habe mal gesagt, das sind Satanisten. Und ein befreundeter Priester hat mir gesagt, nein, das ist ein Mensch. Der Mensch ist fähig zu solchen Sachen. Es kommt darauf an, wenn man sich hingibt. Ich denke, es sind satanische Sachen, die sie gemacht haben. Ich denke trotzdem, dass es auch möglich ist, dass der Mensch so ausartet. Nein, es hat ja niemand geglaubt. Ich habe zwar nach dieser ersten Erfahrung, die fast 3 Monate war, in doppelter Quarantäne mit noch anderen Frauen zusammen, ich habe ja versucht zu reden, ich hatte keine Unterlagen gehabt. Die hat meinen Verlobten gehabt, der auf der Pflege geschafft hat. Er war Baske, Spanier. Er wollte nach Spanien gehen, Papier holen. Er ist nicht mehr zurückgekommen. Er ist verschossen worden. Von wem, das weiss ich nicht. Ich habe das erst später erfahren. Er hat gesagt, ich werde der Vater sein von deinem Kind. Ich war im 5. Monat schwanger
wo ich jemanden besuchen im Spital, in der Zwischenzeit ja draussen war, wo mich in den Ecken gezogen hat und gesagt hat, sie haben Mario verschossen. Ich bin nachher einfach davon gelaufen, stundenlang, und bin dann irgendwann abgehockt und musste Ja sagen zu meinem Kind. Ich habe gehofft, es wäre ein Mädchen, weil ich gedacht habe, ein Bub sehe ich vielleicht der Vergewaltiger in seinem Gesicht. Aber ich musste mich dort entscheiden und ich habe ganz bewusst Ja gesagt und gesagt, und ich will dich, ob du ein Mädchen bist oder ein Bub. Als Mädchen heisst es Andrea Florina, als Bub Andrea Stefan. Ich musste nicht hassen, obwohl ich manchmal noch eine Wut habe, das ist ganz klar. Ich habe nach dem Versuch mit der Radioaktivität, ich denke, es war Gnade gewesen. Von oben hat man mir das eingegeben, als ich dort gelegen bin, allein in einem Zimmer, und es ist mir hundeelendig gegangen, habe ich einfach innerlich gesagt, die haben mit mir gemacht, was du Gott verboten hast. Ich werde nie mehr der gleiche Mensch sein. Ich wünsche das nicht meinem größten Feind. Ich denke, der Satz hat mich bewahrt vor dem Hassen. Und der Satz, glaube ich, dass es auch Gnade war, dass ich den bekommen habe. Ich bin nicht so sicher, dass ich den dort mit vollem Bewusstsein gesagt habe in diesem Zustand. Ja, ich war im 2007 bin ich mit meinem Freund schauen, nach 29 Jahren in Lausanne. Ich wollte wissen, stimmt das, was ich erzähle, oder habe ich eine psychiatrische Erkrankung? Ich habe sowohl die Baracken, wo wir waren, weil das Spital umgebaut worden ist, gefunden. Wir waren in der unterirdischen Gänge. Und ich habe den Ort, wo ich mit dem Kind war, auch wieder gefunden. Weil das Unispital Lausanne ist an einem Hügel, sind 25 verschiedene Gebäude mit einem höheren Unterschied von sicher 50 Meter, wenn nicht 100, und alle sind durch unterirdische Gänge verbunden. Ich habe lange gebraucht, dass ich gemerkt habe, das stimmt, bis mir ein Freund erzählt hat, unter dem Rost, der alte Rost, sind 7 Stockwerke im Boden inne. 6. ist mit Operationssaal und 7. ist für Lastwagen und alles. Dann habe ich gewusst, das gibt es tatsächlich. Ich habe mir nicht mehr geglaubt, weil alle gesagt haben, wir glauben dir nicht. Ich habe von Anfang an nicht dissoziiert. Ich habe es immer 1:1 erlebt. Ich habe von Anfang an versucht zu reden. Aber was ich auch immer gesagt habe und wem hat es geheissen, wir schicken die in die Psychiatrie und dort nehmen wir die auseinander. Und dass ich nicht in eine Psychiatrie her will, das habe ich gewusst. Ich war nie, auch nur einen Tag in einer Psychiatrie gewesen. Das habe ich auch ganz klar wollen. Das mit dem Buschi habe ich irgendwann mal so verdrängt, weil ich die Bilder von dem verstümmelten Kind, das einfach nichts mehr übrig war, außer ein Detail, aber das möchte ich nicht erzählen, das brauchen nicht alle zu wissen, es ist gruselig genug, habe ich einfach verdrängen müssen, um weitermachen können. Ich habe nicht mit meinen Eltern darüber geredet, auch nicht mit der Mama, aber ich bin sicher, sie hat es gewusst, weil sie hat manchmal Bemerkungen gemacht. Und auch wenn ich es nicht ganz im Bewusstsein hatte, im Unterbewusstsein war es, weil ich entsprechend darauf reagiert. Manchmal ist es schwierig, weil mit dem, was sie gemacht haben, bin ich sehr behindert. Ich habe seitdem Schmerzen von Kopf bis Fuß. Sie haben den Rücken kaputt gemacht, sie haben die Augen kaputt gemacht, Ohren. Ich habe sehr viele Allergien. Ich habe Krampfanfälle davongetragen, vertrage aber keine Schmerzmittel. Je nachdem ist es schwierig, damit umzugehen. Aber ich habe einen Satz gelesen von einer Rachel Hannan, die im KZ war, der für mich sehr ein sehr wichtiger Satz ist. Sie hat geschrieben,
Des Nachts träume ich von Mengele, am Tag glaube ich an die Vergebung. Ich habe einen befreundeten Ohrenarzt vor 2 Tagen gesagt, weisst, ich muss jeden Tag immer wieder kämpfen um Vergebung. Ich kann verzeihen, was sie gemacht haben, aber die Taten, die sind nicht verzeihbar. Ja, ich kann anlegen, dass die Opfer den Mut haben zu reden. Man muss zwar wieder in die Sachen hineingehen, sie sind dann sehr präsent, trotzdem macht es einem frei. Dass Opfer lernen, die Scham, dass sie Opfer geworden sind, zu überwinden. Und ich bin jetzt eins von diesen Opfern, wo nicht zum Täter geworden ist, aber dass die Opfer, die wir zum Täter gemacht haben, sich verzeihen, dass sie Täter geworden sind.